Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue und Cooking mit Sascha. Ich weiß, es ist ziemlich ruhig geworden in letzter Zeit, aber das lag einfach daran, oder es liegt immer noch daran tatsächlich, weil ich überhaupt keine Zeit habe. Aber jetzt habe ich mir so ein besonderes Stück Fleisch gekauft, da habe ich gesagt, jetzt nehme ich euch nochmal dazu. Ein Lammkarree. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich packe es ja jetzt gleich auch noch raus. Habe ich mir beim Metzger meines Vertrauens besorgt. Gar nicht günstig, muss man dabei sagen. Auch nicht billig. Aber gut, okay, man kann nicht alles haben. So, wie ich das zubereiten werde, das zeige ich hier auf dem Teller. Hier haben wir das gute Stück. Hier oben ist noch eine leichte Fettschicht drauf. Da fahre ich jetzt gleich noch mit dem Messer dran vorbei, wobei das nicht sein muss. Früher sagte man, das Fleisch schmeckt dann nach Hammel, aber mittlerweile ist das so gutes Fleisch, da schmeckt überhaupt nichts mehr. Hier unten ist es pariert, hier oben die paar Knochen, also sehr schön. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal ein scharfes Messer und dann werden wir hier so zart dran entlang fahren, dass wir uns das runterholen. Je schärfer das Messer ist, desto besser ist das dafür. Dann kann man nämlich hier unten unterm Fett ansetzen und einfach dann entlang fahren. So. Oh, nicht zu tief schneiden. So, das hier lassen wir dran, sonst wird es im Knochen abfallen. Weil ich das Ganze jetzt bis morgen drin lassen werde. Und wir können auch die Sehne abziehen. Und jetzt ärgert es mich, dass ich nicht Metzger geworden bin. Der kann das nicht besser als ich. Freut es sich auch. So, damit dem Fleisch jetzt nicht zu viel Wasser entzogen wird, habe ich hier noch von Fuchs Würzen statt Salzen ein Gewürz ohne Salz. Das tun wir jetzt ordentlich drauf. Das sind so 7 Kräutergewürze. Ist genau das Richtige dafür. Andere Seite, ordentlich was drauf. Das Fleisch werden wir jetzt einvakuumieren und lassen das dann bis morgen liegen. Vielen Dank dann nochmal an die Firma Inkbird, die mir damals den Vakuumierer zur Verfügung gestellt hat. Und da würde ich sagen, wie gesagt, vakuumieren und dann bis morgen. So, jetzt wird es kurz laut. Aber wie ihr hört, auch das ist von der Lautstärke her, aber wie ihr hört, auch das ist von der Lautstärke fast akzeptabel. Also für einen Vakuumierer ist er irre leise. So, eine schöne fette Naht macht er immer. Schön die Kräuter überall. Ab, bis morgen in den Kühlschrank und wir sehen uns dann. So, exakt 24 Stunden und eine halbe Renovierung später habe ich jetzt hier das ganze Stück nochmal. Ich zeige es euch nochmal. Es ist gut, was an Flüssigkeit rausgekommen, was in Ordnung ist.
Dann nehmen wir uns. Und dann nehmen wir uns den Grill. Den habe ich vorgeheizt auf 300 Grad. Wobei nur ein Brenner, zwei Brenner brennen. Das Ganze macht man hier auf der Gusseisernen. Ja, super. So. Verteilen, wo wir jetzt gleich das Fleisch hinlegen. Nehmen wir uns das Fleisch und legen es einfach auf die Seite. Kurz zumachen und warten. Dann nehmen wir das Fleisch noch. Dann stellen wir es in die Senkrechte. Wenn wir jetzt zwei davon hätten, dann könnte man die ineinander stellen. So müssen wir es einfach halten. Jetzt haben wir überall Farbe. Jetzt legen wir es auf die Knochenseite. Und dann lassen wir das Ganze gar ziehen. 55, 60 Grad sollte reichen. Auf das Fleisch drapiere ich jetzt noch einen Zweig frischer Minze. Für wenig Aroma. Dadurch, dass ich das Ganze hier nur mit Kräutern gewürzt habe, werde ich gleich von Büscheln noch ein paar Salzflocken da dran schmeißen. So. 58 Grad sind erreicht. Jetzt muss das Ganze eigentlich noch ein bisschen ruhen. Aber ich bin so neugierig. Ich mache es jetzt auf. Also gut riechen tut's. Schön mit einem rosa Kern in der Mitte. Salz drauf. Guten Appetit. Boah. Da kann man so vom Knochen lutschen. Ist das geil. Ja, ich weiß, war seit länger mal wieder ein Video von mir. Dafür war es nochmal ein anständiges Stück Fleisch. Super geil. Kann ich nur empfehlen, nachmachen. Den Tipp von den Kräutern der Provence habe ich von dem Peter Zeitler im Übrigen. Habe ich mir das Video angeguckt. Könnt ihr euch auch im Übrigen angucken. Ist ja nicht weiter wild. Da wird im Endeffekt das gleiche zeigen. Aber der erklärt das ein bisschen besser als ich. Ist ja nicht weiter wild. So, ich lasse es mir jetzt mit meiner Frau zusammen schmecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Gelegenheit. Macht's gut.